Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Jurassic World Evolution. Es ist während der Aufnahme des ersten, des zweiten, des dritten und des vierten Parts tatsächlich ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Und zwar hat das Programm einfach mal beschlossen, von sich aus nicht aufzunehmen. Und das Blödeste darin war einfach nur, dass ich deswegen diese scheiß Einleitung nicht habe von diesem Spielmodus. Aber ich denke, dass man es überleben würde. Oder überleben werden, besser gesagt. Denn ich denke, vielleicht ist es nicht ganz so wichtig. Also, falls ihr das da nicht woanders gesehen habt, erkläre ich das euch gerne mal nochmal. Also, wir sind jetzt auf der östlichen Seite von Isla Muerta. Diese ist im Gegensatz zu den vielen anderen Inselseiten ziemlich abgedeckt von der Karte. Beziehungsweise ist es ein verstecktes Gebiet, wo Dr. Wu seine geheimen Forschungen macht. Und es ist eben auch einer der Orte, wo es eben an sich die Möglichkeit gibt, die geheimen Hybriden zu erforschen. Und deswegen werden wir uns einfach mal weiter ransetzen. Denn wir wollen nämlich die Geheimnisse der Hybriden erforschen. So weit, so gut. Es geht. Ja, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Wir wollten uns so eine Schienenbahn bauen. Denn diese Bahn werden wir so bauen, dass es so aussieht, als hätten wir hier was drumherum gemacht. Und das haben wir in dem Fall auch. Denn wir werden hier auch gleich mehrere Haltestellen machen. Wenn es geht. Ich hoffe, es geht auch. Quer über die Gehege drumherum. So was seht, ey, durch die Fabrik durch. Auf jeden Fall beenden wir hier unsere Runde. So, machen wir hier erstmal eine Wegverbindung. Dann gucken wir mal, wo wir es noch machen können. Beziehungsweise, ne. Gäste. Ich muss einfach mal gucken, wo eine freie Fläche ist. Die wäre frei, aber die wäre nicht geeignet, weil zu eng. Darf man nicht ganz so groß machen. Das heißt, doch, ich habe eine Idee. Wir werden es hier machen. Wenn wir es nämlich hier machen, dann haben wir hier so eine direkte, spezielle Verbindung zu dem allen. Können wir hier einen Weg machen und Ende der Geschichte. Dann können wir hier dazwischen zwischen den Schienen noch so ein Gehege hinbauen. Da haben sie dann auch Dinosaurier-Sichtbarkeit.
Alles klar. Jetzt haben wir über 1 Million. Jetzt will ich mal gucken, wie hat der Ceratosaurus jetzt eigentlich eingebracht. Hier ist auf jeden Fall sowas. Hier gibt es wieder einen Stromausfall. Weil ich hier keine Dinger habe. Warte mal. Hier. Das muss nämlich auch noch hin. Das macht aber hier so an die Seite. Verbinde ich dann mit dem Teil und dann hat man es. Sehr schön. So existiert unser Strom, so wie er existieren sollte. Und dann gehe ich wieder eine Stufe niedriger beim Zaun. Machen nämlich so ein bisschen rund. Machen ein bisschen. Weil Baum. Nee, genau deswegen machen wir das ein bisschen rund, weil man kann es nicht überall komplett rund bauen. So, das wird allerdings das Gehege für die Riesen. Das weiß ich jetzt schon. Da können wir nämlich hier sowas hinbauen. Ja. Am besten zwei, besser als gar nichts. Dann können wir hier so eine Beobachtungsgalerie hinbauen. Wie kann man hier sowas hinbauen? Und dazwischen hätten wir später noch Platz für was anderes. Ich glaube, ich mache das jetzt schon. Dann mache ich hier. Dann noch eine Büroflare. Dann warten wir mal und sehen, unser Weg ist nicht verbunden. Warum nicht? Weil wir es vergessen haben. Das ist besser als gar nicht. Irgendwann werden wir noch verrückt werden durch den ganzen Regen. So werden wir allerdings jetzt auch mal so ein Restaurant hinbauen nochmal. Weil das macht Spaß. Das ist das Einzige, was hier hingehört. So. Mal sehen, ob wir hier noch irgendwie diese. Zuerst wollte ich ja so Wasser hinmachen. Das ist schon Wasser. So ein Wasserloch. So. Und rundherum gibt es hier noch Bäume. Überall. Sehen, ob sie es mögen. Ich denke mal schon. Auch nur noch so ein Ort, wo man dieses Ding hinbauen. No, das. In der Hoffnung, dass es nicht verbaut ist. Jetzt werden wir hier so hin. No, verbaut. Ich hasse verbaut. Hier ist sowieso verbaut, dann bauen wir das hier hin. Haben wir auch keinen weiten Weg. Oh. So, existiert und. Und wir brauchen mal wieder ein Kraftwerk. Dieses Mal. Theoretisch auch, können wir mal ein mittleres hinbauen. Und zwar, wo haben wir denn unsere schöne Kraftwerkmeile? Die haben wir doch hier irgendwo rechts. Richtig. Ja, genau. Das ist die Kraftwerkmeile. Das ist sozusagen die Ecke, wo Kraftwerke entstehen.
verbindet mit den anderen Kraftwerken. Und da wir wissen, dass das zweite Ding hier so ein bisschen stärker ist, werden wir damit auch ein bisschen länger das Vergnügen haben als normal. So. Wo wir jetzt schon mal dabei sind, werden wir auch gleich mal ja. Passt. Ey, das passt, Mann. Das macht nämlich so hier rund um das Wasserloch. Und das ist ja auch bodengespannt mit ihrem Herren fallen. Das baut. Die jetzt fertig sind. Ich hoffe es sehr. So, solange das Ding. Solange das Ding da hinten noch eine Falle ist. Und dass das da hinten noch nicht fertig ist, werde ich einfach mal. Weiter nachdenken. Und zwar welchen Saurier wir uns jetzt reinsetzen werden. Wir werden auf jeden Fall was versuchen. Gucken. Ich weiß genau, wir haben jetzt das Geld dafür nicht, aber wir gucken einfach mal, wie wir das hier jetzt machen können. Wir müssen das mal geschickt lösen. Und ich denke, wir werden einfach mal Steppenmuster machen. Genau. Machen wir eine Krabbe. Steinbock. Krabbe. Steinbock. Das nicht. Hier ist was Neues. Einzelgänger. Oh. Damit macht man sich einen ultimativen Einzelgänger. Krabbe. Kostet jetzt 2 Millionen. Oh Mann. Muss man echt schuften für sowas. So, jetzt gucken wir mal, wie das Restaurant ist. Das ist recht gut. Da können wir auch gleich den Giganotto-Steak verkaufen. Viel besser als Steak. Tolle Sache. Mir gefällt's. So, Betriebskosten, bitte. So, hier ist noch ein Restaurant. Die wollen auch ein Giganotto-Steak. Aber ich habe das Gefühl, oh nein, warum? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier? Das war kein Gewinn da. Das ist so teuer, ist auch. Nee, das kann ich nicht machen. Absolut nicht. Da fülle ich lieber mein Pflanzenfresserzeug auf. Unterwegs zur Futterstation. Das
Ist klar, dass irgendwie die Ceratosaurier wieder ein bisschen eher. Dass sie eher sich beschweren als die ganzen anderen Tiere. Und trotzdem. Das ist jetzt scheiße. Das ist scheiße. Das, da reiße ich das lieber wieder ab. Schaffe ich hier ein paar schöne Apartos. Und lasse sie glücklich in der Erde leben, so wie bei Littlefoot. Das ist zwar nicht ganz so schwer wie im Challenge-Modus, aber man muss sich da schon was einfallen lassen. Das muss man auf jeden Fall. Weil später muss man sich ja dann hier auch die anderen Tiere halten können. Na, wie geht's dir? Was machst denn du denn da? Hey, Lady Margaret, was machst du denn? Die Herde versammelt sich. Auf geht's zum großen Nächteln. Zum großen Reden. So, die Ceratos sind jetzt aufgefüllt. Die machen jetzt keine Probleme mehr. Gibt es irgendwo noch ein Gebäude? Und ich habe das Azio-Zentrum. Das ist genau so wichtig wie die ganzen Forschungen und so. Und ach man, oh. Kann man mal hier mal nicht schreiben? So. Inzwischen ist wieder Nacht. Wo das Nachtleben tobt. Es ist dann auch Zeit für das Nachtleben und für das Bett. Genau. Doch wir werden hier noch ein bisschen weiter bleiben. Denn bis zum Morgengrauen bei Jurassic World gibt es nämlich kein Bett. Denn Lady Margaret und die anderen denken auch nicht dran. Da kann ich nur ein bisschen versuchen, was hochzuschrauben.